willkommen zu einem neuen Video von Laenika. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ja, ich glaube, ihr könnt es lesen, worum es heute geht. Ich hätte auch gerne meine Mädels mit hierbei, weil Leute, diese Blicke, die ihr von Sophia sehen würdet, it's over. Es geht heute um das Thema Corona, Impfungen, Ausschließung der Gesellschaft. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel sagen, oder? Bleibt einfach dran und dann werdet ihr sehen, worüber wir heute reden. Ja, Leute, Corona. Wer kann es noch hören? Also ich glaube, kein Mensch kann das mehr hören. Also ich mache ja eine Ausbildung als Pflegefachfrau im Krankenhaus und ich sage euch wirklich, wie es ist. Menschen geht es so schon an sich total auf die Nerven mit Corona. Aber glaubt mir, ihr arbeitet nicht im Krankenhaus, ihr arbeitet nicht in den Praxen und Praxen, sagt man das eigentlich so? Nicht in den Praxen, so. Und es ist, also wirklich, mir persönlich geht dieses Wort Corona, dieser Name Corona, der geht mir so auf den Sack. Ne? Für die, die im Krankenhaus arbeiten, vor allen Dingen, ich glaube, die finden sich definitiv hier wieder, dass das einfach sehr, sehr lästig ist, sehr, sehr anstrengend ist, im Krankenhaus zu arbeiten während Corona. Ich habe meine Ausbildung leider genau in Corona-Zeit angefangen. Und ich sage euch, es ist eine Katastrophe gewesen. Also alleine, wie wir Unterricht hatten, kaum Präsenz, nur online. Und das an sich hat einen einfach schon runtergezogen. Also wir konnten zum Beispiel unsere Klasse gar nicht am Anfang kennenlernen. Also wir haben uns erst komplett in der Klasse gesehen, als Gruppe, als wir dieses Jahr jetzt in Dezember erst das allererste Mal zusammen im Klassenraum saßen. Da saßen wir wirklich als komplette Gruppe das allererste Mal in der Klasse. Und Leute, ungelogen, ne? Wir sind jetzt schon, also ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und ich sag euch, wie es ist. Ich frage mich manchmal, wie soll ich mein Examen in anderthalb Jahren machen? Also Corona beeinflusst definitiv unsere unser Leben. Ich hatte sogar das Gefühl, wenn die Impfungen kommen, dass das etwas sich runterspielt. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass es sich irgendwie noch mehr hochschaukelt. Denn meiner Meinung nach sind wir jetzt an einem Punkt gelangen. Also wir sind jetzt an einem Punkt gelangen, wo ich sagen muss, man versucht, Kontrolle über einen Menschen zu haben. Also die Regierung versucht, Kontrolle über uns zu haben. Es ist einfach so. Also es ist... Es ist so, als wärst du irgendwie in einer kleinen Box eingesperrt. Ehrlich, Leute, der sich nicht impfen lässt, der bekommt eine Strafe, der kann das nicht mehr machen, jenes nicht mehr machen. Also ich bin eine Person, muss ich euch ehrlich gesagt sagen, ich habe mich auch am Anfang quergestellt. Also ich habe gesagt, es kann ja nicht sein, dass die nach einem Jahr irgendwie urplötzlich so schnell einen Impfstoff haben für Corona, für eine Sache, die komplette Welt lahmgelegt hat. Leute, wirklich, Corona hat die komplette Welt lahmgelegt. Da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Also kann von mir nicht sein, dass ich jetzt mich impfen muss. Nee, mache ich nicht, habe ich damals gesagt. Bin ich wirklich ehrlich. Also ich war wirklich mit einer der Ersten, die gesagt haben, nö. Weil bei uns fing es ja schon recht früh an, dass wir uns impfen lassen dürfen. Ich glaube, das war Januar oder Februar. Januar oder Februar dieses Jahres konnten die sich die Krankenschwestern und alle, also alle, die im Krankenhaus sind, konnten sich ja schon früher impfen und so. Und ich sage euch wirklich, wie es ist, ich habe Nein gesagt. Also, weil ich mir gedacht habe, einfach warum, weshalb, wieso. Versteht ihr? Mit der Zeit habe ich dann verstanden irgendwo, okay, Corona gibt es wirklich. Am Anfang habe ich das auch gar nicht geglaubt, sage ich euch auch ehrlich, dass wir Corona, also ich erkranke doch niemals an Corona. Corona gibt es nicht. Bis ich dann positiv auch K.O. lag im Bett. Also, das war richtig cringe. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte solche Kopfschmerzen an einem Tag. Richtige Kopfschmerzen. Ich konnte nicht mehr ins klare Licht sehen. Also mir ging es einfach nur scheiße an dem Tag. Und das war dann nach zwei Tagen urplötzlich weg. Und dann kam dieses nichts schmecken, nicht riechen. Und ich war dann so... Das sind Anzeichen für Corona.
gehen wir mal zum Arzt und machen wir mal einen Schnelltest. Schnelltest war positiv. Die hat mich dann direkt angerufen und hat gesagt, Frau Matmona, ihr Schnelltest ist positiv. Ja, bin ich dann dahin, haben wir dann nochmal einen Test gemacht und der Test war dann auch positiv. Und ja, so scheiße es klingt, ich habe dann auch eine Freundin angesteckt, mit der wir zusammen zur Schule immer fahren, die auch in meiner Klasse ist. Und ja, wir lagen dann beide erstmal flach für die nächsten, glaube ich, 2 Wochen. Und ich glaube, erst ab da habe ich realisiert, okay, Corona gibt es wirklich. Aber ich war immer noch nicht der festen Überzeugung, mich impfen zu lassen. Wozu denn auch, habe ich mir in dem Moment gedacht. So, dann ist der Sommer vergangen und jetzt, nach dem letzten Einsatz, den ich hatte im Altenheim, habe ich wirklich gemerkt, okay, die Regierung, die macht hinterrücks. Versteht ihr? Also Macron hat wenigstens gesagt, in Frankreich, die Leute, die sich im Krankenhaus impfen lassen, die bekommen, also die behalten ihren Job und die sich nicht impfen lassen, ciao mit dem. Aber bei uns ist es immer hinterrücks. Oder ganz am Ende passiert das immer, was ich nie verstehe. So, ihr müsst euch vorstellen, so. Man konnte ja jetzt einfach vor kurzem gar nichts, also man kann ja gar nichts mehr machen. Man kann, also als ich gelesen habe, dass ich für den Weihnachtsmarkt, dass da 2G-Regeln herrschen, ich war so, what? Also von 3G sind wir auf 2G gerutscht. Also nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall auf 1G, wa? Also, I mean, also ich habe das nicht verstanden. Wir sind sowieso draußen und abgesehen davon. Nur weil jemand euch jetzt einen Impfausweis zeigt, kann er in 2, 3 Tagen immer noch Corona bekommen. Das ist genau dasselbe, wenn ich mich jetzt testen lasse für diesen einen Tag. Also was ich gar nicht verstanden habe, war ja jetzt in den also Thema Führerschein, also in den Fahrschulen, dass man dort für die Prüfungen 2G braucht. Das finde ich eine absolute Frechheit, weil Leute, ihr müsst euch einfach vorstellen, es gibt wirklich Menschen, die sind auf so einen Führerschein angewiesen, versteht ihr? Und die geben sich auch totalste Mühe. Und ich hatte Freundinnen gehabt, die hatten einen Prüfungstermin schon, aber dann hat die der Fahrlehrer angerufen, ey du, bist du eigentlich schon geimpft? Weil es herrscht jetzt ab heute Impfpflicht für die Prüfungen. Und nur weil sie nicht geimpft war, konnte sie die Prüfung nicht machen. Wo ich mir wirklich denke, in was für einer Welt leben wir? Also sorry. Mal abgesehen davon sehen wir ja alle im Krankenhaus, dass da mehr Leute an Corona erkranken, die geimpft sind, als die Leute, die nicht geimpft sind. Es ist einfach so. Also, ich habe mehr Leute in den Krankenhäusern mittlerweile erlebt, die geimpft sind und an Corona leiden und wirklich da auf Kladdeutsch abkratzen, als Leute, die sich nicht impfen lassen haben. Ist einfach so. So, und da frage ich mich wirklich, was will die Regierung eigentlich? Also, es kann ja nicht sein, dass wir in so eine Box rein. Also wirklich, das ist ja wirklich wie so eine Erstklasse, Zweitklasse. Die Leute, die sich geimpft haben, sind die Erstklasse und die Leute, die sich nicht geimpft haben, sind die Zweitklasse. Also Mensch ist Mensch. Mal abgesehen davon, dass Mensch Mensch ist, so, ne, ist halt einfach nur ekelhaft. Also, ich verstehe sowas nicht. Also wirklich. Auf dem Weihnachtsmarkt, als ich das gelesen habe, 2G, Leute, da war vorbei für mich. Ich war so, hä? Wo sind wir denn hier? Also, ich habe mich ehrlich gesagt, ich bin auch wirklich ehrlich, ich stehe dazu. Ich habe mich wirklich impfen lassen, einfach nur, damit ich meine Ruhe habe, damit ich meine Ausbildung nicht verliere, weil ich glaube, ab Dezember jetzt, also ab diesem Monat oder nächsten Monat, ist das sowieso bei uns Pflicht. Ich habe mich, wie gesagt, impfen lassen, damit ich wenigstens einen Teil meines Lebens irgendwie wieder habe, weil du kannst ja gar nichts machen, wenn du nicht geimpft bist. Weder kannst du essen gehen, noch kannst du in Kinos gehen. Leute, ich gehe nie in ein Kino, ne? Ich gehe nie ins Kino. Einmal will ich ins Kino gehen. Ja, bist du geimpft, kannst du nicht reinkommen, ne? Tja, was willst du machen? Bibliothek dürfen nur noch Geimpfte. Also. Hä? Was sieht kein Mensch? Also Leute, ernsthaft, also dieses Thema Corona geht mir einfach nur noch auf den Sack. Und dieses Thema Impfungen, also ihr müsst euch vorstellen, ich war in der Praxis bei mir, beim Arzt, beim Hausarzt und ich kam mir wirklich doof vor, ne? Ich kam mir wirklich dumm vor. Ich komme da hin und ich sage halt, ja, ich möchte meine erste Impfung, ich habe heute einen Termin. Und neben mir ist ein Herr, der faselt irgendwas von dritter Impfung, die er jetzt bekommen möchte. Und ich so, hä, ich bin gerade mal bei der ersten Impfung. Und die überlegen jetzt gerade Tatsache, noch eine vierte Impfung reinzubekommen.
für BioNTech. Also ich. Dieses Thema nervt einfach nur noch. Du kannst nirgendwo hin, wenn du nicht geimpft bist. Und ich sage mal auch so, ich finde, als Mensch sollte man doch selber entscheiden können, ich will mich impfen lassen oder nicht. Und nicht, dass man auch noch so Sachen gehört, also gesagt bekommen kriegt, von wegen, wenn du dich impfen lässt, wenn du dich nicht impfen lässt, kannst du das und das nicht mehr machen. Das ist, also es fehlt ja wirklich nur noch, dass die sagen, für die Lebensmittel, Läden brauchen wir jetzt auch noch, also können wir auch nur noch rein für, mit Impfungen. Meiner Meinung nach steigt auch die Kriminalität einfach bei uns in Deutschland, weil Leute, also wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, Amok läuft oder ich weiß nicht, in den Laden reingeht und einen Laden überfallen möchte, erklärt mir mal bitte, wie willst du den erkennen? Ich meine, früher war das ja noch so, wenn die Person reinkam, da hast du es ein Gesicht behalten. Aber heute, wir tragen nur noch Masken. Wir tragen nur noch Masken. Was willst du da behalten? Also, da sehe ich nur die Augen. Also, ich glaube nicht, dass ich anhand Augen dich wiedererkennen kann. Ist einfach so. Sorry, ist einfach so. Also, ich finde, Corona, Leute, das ist ein Thema. Darüber können wir, glaube ich, Stunden reden. Jeder hat da auf jeden Fall seine eigene Meinung. Meine Meinung ist einfach, wir gehen so langsam in eine echt falsche Richtung. In eine Richtung, wo uns die Regierung einfach in so Boxen reinpacken möchte. Die möchte uns einfach regelrecht kontrollieren. Es ist einfach so, weil klar sagt man so von wegen, es schützt dich, es schützt die anderen. Aber wenn ich sehe, wie viele Menschen an Corona erkranken, die schon geimpft sind, tut mir leid. Also da kann man das nicht mehr als irgendwie Vorwort nehmen. Es ist einfach so. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen, ich musste das einfach loswerden, Leute, mit diesem Corona, weil es geht mir so dermaßen auf den Sack, weil als ich nicht geimpft war, also ich bin ja jetzt erst nur, also ich bin ja jetzt erst einmal geimpft und meine nächste Impfung bekomme ich nächste Woche. Und ihr müsst euch vorstellen, so. Also du kannst ja wirklich, also wenn ich das sage, Leute, ich kann nichts machen. Also ich chille eigentlich nur noch zu Hause. Mal abgesehen davon, dass es sowieso kalt ist draußen. Aber das ist so einfach. So früher konnte ich sagen, okay, wenn ich in der Stadt gerade bin, dass ich noch in ein paar Läden reingehe und gucke. Ja, gibt es nicht mehr. Das gibt es einfach nicht mehr. Wozu denn auch? Brauchst ja eine Impfung, ne? Ich habe schon alles gesagt, was ich sagen konnte. Wenn ihr auch was zu sagen habt oder irgendwie, keine Ahnung, eure Gedanken mit mir teilen wollt, schreibt mir auf Instagram, auf meine DMs. Schreibt mir gerne auch hier unter die Kommentare fleißig. Ich werde mir alles durchlesen. Und ich glaube, ich beende dieses Video jetzt, weil sonst wird's gonna be deep. You know. Genau. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja.